Viele sagen, an Nvidia hängt das Schicksal der Aktienmärkte und da ist etwas dran, wie ich gleich zeigen werde, denn Nvidia ist unfassbar bedeutsam für die gesamte Mentalität des Marktes, für die KI-Euphorie, für Bewertungsaufschläge, die voraussetzen, dass das Wachstum massiv sich nochmal beschleunigen wird, gerade eben durch KI, und das muss in irgendeiner Form bestätigt werden. Deswegen natürlich die Zahlen von Nvidia heute um 22.20 Uhr, sehr, sehr wichtig, wichtiger als das FED-Protokoll, das heute um 20 Uhr veröffentlicht wird, und im Grunde hat die FED klar gesagt, dass die Zinsen erst einmal nicht sinken werden. Deswegen ist die Frage, was kann da Neues kommen in diesem FED-Protokoll? Also alle Blicke auf Nvidia gerichtet, zumal wir jetzt in den letzten Tagen im Grunde einen Totentanz an der Wall Street hatten mit minimalen Volumina. Es fühlt sich noch sommerlicher an, sommerlochiger an als im tiefsten Sommerloch. Wir sehen Handelsvolumina, die schon kaum mehr messbar sind, könnte man sagen. Schauen wir uns die ganze Chose mal an, im Vorfeld vor allem der Zahlen von Nvidia. Hier sehen wir auch heute wieder minimalstes Volumen. Das dürfte auch bis 22 Uhr eher mau bleiben. Gestern ja der schwächste vollständige Handelstag, was das Volumen betrifft, seit dem Jahr 2017. Wir sehen immer so leichte Zugewinne in den letzten Tagen beim SPY, respektive also bei dem maßgeblichen ETF. Wir haben einmal eine Ausnahme. Das war letzte Woche mit den Inflationszahlen. Da ging es stärker nach oben, aber auch da das Volumen minimal mit 58,9 Millionen Kontrakten, alles unter dem Durchschnitt, und das bei so wichtigen Daten. Also es ist schon wirklich ein Rätsel, was da passiert. Kaum Bewegung im Grunde seit Anfang Mai, was jetzt jeden einzelnen Tag betrifft. Wie gesagt, Ausnahme diese Inflationsdaten. Ansonsten ist da nichts los. Warten die alle auf Nvidia? Was ist da los? Das ist die große Frage. Ändert sich das heute mit Nvidia? Denn Nvidia ist der Markt, wie diese Grafik hier zeigt. Hier sehen wir mal den Aktienpreis von Nvidia und die Price-Earnings-Ratio, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis beim S&P 500. Und wir sehen, da gibt es ziemlich starke Ähnlichkeiten. Jedes Mal, wenn Nvidia sozusagen hier die Erwartungen so deutlich geschlagen hat, dann hat das den gesamten Aktienmarkt deutlich mit nach oben gezogen. Heute wird erwartet, dass der Profit, also der Gewinn, um 540% gestiegen ist. Das ist also eine Wachstumsstory, die unbedingt exponentiell weitergehen muss, sonst hat die ganze Bewertung ein Problem, denn die ist nicht gerade klein. Nvidia bringt ja 2,32 Billionen Dollar auf die Waage an Marktkapitalisierung. Das ist mehr als Intel, Micron, Texas Instruments, Applied Materials, Qualcomm, AMD, ASML und TSMC, die ja diese Chips herstellen für Nvidia, zusammen auf die Waage bringen. Wir haben heute, wie gesagt, 22.20 Uhr kommen die Zahlen, 23 Uhr kommt dann der Earnings Call, also da, wo die Herrschaften von Nvidia sich den Fragen stellen und Aussagen treffen. Das könnte auch noch sehr wichtig werden, also nicht nur 22 Uhr, sondern auch 23 Uhr durchaus noch im Blick behalten. Die Frage ist, was macht die Aktie? Wie weit muss Nvidia die Erwartungen übertreffen? Dass man die Erwartungen übertrifft, ist längst eingepreist. Alles andere wäre eine Katastrophe. Wie weit muss man sie aber übertreffen, damit die Aktie wirklich dann auch noch weiter nach oben geht und der euphorisierte Gesamtmarkt auch noch weiter nach oben geht? Hier sehen Sie mal so einige Grafiken, etwa von investing.com, wie der Nvidia CEO hier die gesamte Wall Street trägt, oder hier wie Atlas den ganzen S&P 500 trägt, oder was passiert, wenn Nvidia die Erwartungen verfehlt, dann so ein apokalyptisches Szenario. Also das meiste ist eingepreist, es müsste Erstaunliches passieren oder Außerordentliches passieren. Zum Beispiel, was ja nicht ausgeschlossen ist, ein Aktiensplit, nachdem die Aktie ja über 900 Dollar kostet. Das wäre positiv. Diesen Joker wird man sich wahrscheinlich aufrecht oder wird man einbehalten, solange man nicht schwächere Zahlen liefert. Erst dann dürfte dieses Ass nochmal gezogen werden durch Nvidia. Insgesamt erwartet 8,5% Bewegung heute um und bei 9%, was
von den Optionsmärkten eingepreist ist. Das war schon mehr teilweise in den letzten Quartalen. Also da ist eine gewisse Beruhigung entstanden. Mal sehen, ob diese Beruhigung wirklich eintritt. Vielleicht sehen wir ganz krasse Bewegungen oder vielleicht passiert auch gar nicht so viel. Wir werden sehen. Hedgefonds jedenfalls sind massiv in diesem Semiconductor, also im Halbleiter, in Halbleitern investiert. Wir sehen, dass das jetzt über 6% des Portfolios ausmacht, so viel wie noch nie. Und vielleicht werden die irgendwann abbauen, man weiß es nicht, oder weiter zukaufen. Also Nvidia, reinschauen bei Finanzmarktwelt 22.20 Uhr. Ab dann werden wir die Zahlen bringen. Davor 20 Uhr nochmal das FED-Protokoll. Wir haben zuletzt Waller gehabt, wir haben Collins gehabt, wir haben Mester gehabt. Alle haben praktisch gesagt, nee, die Zinsen werden nicht so schnell sinken. Waller vielleicht am bedeutendsten, der gesagt hat, several months werden die Inflationsdaten niedriger sein müssen, damit man die Zinsen senkt. Several steht im Englischen eigentlich für drei, eher mehr als drei. Das heißt, man wird wahrscheinlich 4 Monate abwarten. Nur wenn diese 4 Monate die Inflation geringer ist als erwartet, dürfte die Fed die Zinsen senken. So die letzten Aussagen. Das Protokoll, das heute um 20 Uhr veröffentlicht wird, stammt vom 30. April respektive 1. Mai der Sitzung der US-Notenbank. Und es ist sicherlich nicht sehr klug gewesen seitens von Fed-Chef Powell und anderen zu sagen, naja, eine Zinssenkung ist Zinsanhebung ist unwahrscheinlich. Man sollte im Grunde sich immer alle Möglichkeiten offen halten. Wer weiß, was passiert. Wir haben ja nach wie vor eine Inflation, die deutlich über 3% ist. Wir haben nach wie vor jeden Monat mindestens 0,3 oder 0,4% Anstieg zum Vormonat gehabt. Das sind kräftige Schlucke aus der Inflationspulle und all das in einer Situation, wo die Financial Conditions so lax sind, wie zu einer Zeit, als die Fed die Zinsen überhaupt noch nicht angehoben hatte, sondern noch null Zinsen hatte und sogar Anleihen gekauft hat, also Quantitative Easing betrieben hat. Das alles sehen wir im Chicago Fed Financial Conditions Index. Es ist, als hätte die Fed niemals die Zinsen angehoben. Und ja, das ist natürlich das eine Problem, das die US-Notenbank hat. Du hebst die Zinsen an und die Finanzkonditionen werden immer lockerer, weil du eben den Märkten diesen Floh ins Ohr setzt. Naja, wir werden aber als nächsten Schritt auf jeden Fall oder als nächste Schritte die Zinsen senken. Das ist psychologisch nicht klug, denn mit der Lockerung der Financial Conditions, da steigt die Nachfrage. Nachfrage wiederum erzeugt Inflation, schlichtweg, weil die Anbietenden dann höhere Preise verlangen können. Und wir sehen hier mal zum Beispiel die Rohstoffe, fast alle Rohstoffe steigen, vor allem die Metalle, Silber, Platin, Aluminium, Kupfer vor allem, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und wir sehen nochmal oben, haben wir durchaus eine Vorlauffunktion von eben diesen Rohstoffen, die jetzt wieder deutlich angezogen sind in Sachen Inflation. Und das Interessante ist, dass die Anleihemärkte das derzeit nicht mehr bepreisen, also diesen Anstieg der Rohstoffe erstmal ignorieren. Die Renditen der US-Staatsanleihen treten mehr oder weniger auf der Stelle. Der Dollar hat sich leicht erholt von den Abverkäufen zuletzt. Er macht eine Wedge, wie hier Sven Hendrik sagt. Normalerweise ist das eher eine bullische Formation, also eine bullische Formation, normal so eine Falling Wedge, also so eine Geschichte, die sich hier so verkeilt, nach unten geht, dann hast du normalerweise eine Gegenreaktion. Goldman Sachs sagt jetzt, wir sehen ein Szenario der Dollarstärke, weil die Zinsen eben in den USA höher bleiben als etwa in der Eurozone. Nachdem die EZB ja klar gemacht hat, ja, ja, wir werden im Juni die Zinsen senken. Jetzt ist das eine, die Financial Conditions, die ich vorhin angesprochen habe, die Nachfrage erzeugen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es vielen Konsumenten schon nicht mehr gut geht. Das sehen wir heute mit den Zahlen von Target, diesem großen US-Einzelhandelskonzern. Die Aktie verliert 10%, weil es heißt, Consumers buy fewer groceries and home goods. Also gehen weniger in den Supermarkt, kaufen weniger Dinge. Man sagt auch, wir sind vorsichtig, was die nahe Zukunft betrifft. Und vor allem heißt es, dass man eben sogenannte Discretionary Produkte nicht mehr kauft. Discretionary sind Dinge, die du nicht zwingend brauchst, die du dir manchmal leistest, wenn du dir glaubst, es leisten zu können. Also nicht Dinge des täglichen Bedarfs, sondern so Sachen, die man sich anschaffen kann, wenn man eben entsprechend liquide ist. Gerade da scheint ein Rückgang zu sein, die Aktie deswegen deutlich unter Druck und all das
eben auch einhergehend mit vor allem wahrscheinlich den Einkommensgruppen, die eher am unteren Ende sind in den USA. Immer mehr Leute bekommen Probleme. Das sehen wir hier rechts mit den steigenden Delinquency Credit Card Debts, also praktisch die Ausfallraten gehen zuletzt immer deutlicher nach oben. Kein Wunder, wenn die durchschnittliche Belastung bei einer Kreditkarte bei 22% liegt. Dieser Zinseszinseffekt ist mörderisch und der kommt eben jetzt immer mehr zum Tragen. Und all das in einer Situation, wo die Daten enttäuschen, die Wirtschaftsdaten enttäuschen, sichtbar am City Economic Surprise Index. Der S&P 500 ist weiter gestiegen, der City Economic Surprise Index ist weiter gefallen, weil die Daten eben schlechter waren als erwartet. Die Märkte sagen sich, ja toll, dann kann die Fed doch die Zinsen senken. Aber die Fed hat ja gesagt, so schnell werden wir die Zinsen nicht senken. Egal, dafür haben wir dann KI. Und insgesamt, ich hatte hier nochmal diese Aufstellung, Pepsi, unfassbar viele McDonald's, sehr, sehr viele Unternehmen haben gesagt, der Konsument, der hat langsam ein Problem. Das ist also die Kehrseite. Wir haben auf der einen Seite super laxe Financial Conditions, Finanzkonditionen, die Nachfrage schön. Auf der anderen Seite haben wir schwächer werdende Konsumenten, vor allem eben im unteren Spektrum. Und das zieht sich dann auch durch den Immobilienmarkt. Wir haben heute Existing Home Sales gehabt, die deutlich schwächer waren als erwartet. Aber die Preise steigen dennoch weiter. Für diese bestehenden Häuser, das macht etwa um und bei 80% des gesamten Immobilienmarkts aus, diese Verkäufe bestehender Häuser. Wir sehen die Homebuyer Confidence, also das Vertrauen derjenigen, die ein Haus kaufen wollen, ist auf einem Allzeittief inzwischen, wie Sie hier rechts in der Grafik sehen. Also diese Zinsen, die hinterlassen schon Spuren. Auf der anderen Seite hinterlassen sie keine Spuren, sichtbar eben in der Euphorie der Aktienmärkte, sichtbar in so vielen anderen Bereichen, Meme-Aktienparty und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Phänomen. Da gab es eine Umfrage hier unter Amerikanern und 56% der Amerikaner denken, man sei in einer Rezession. Das ist ja zumindest offiziell nicht der Fall. 55% der Amerikaner denken, die Wirtschaft schrumpft. 49% denken, der S&P 500 ist im Verlust in diesem Jahr, erstaunlicherweise. Wir hatten jetzt aber 7 Quartale in Folge, wo das BIP offiziell gewachsen ist. 49% der Amerikaner denken, Unemployment ist auf dem höchsten Stand seit 50 Jahren, also die Arbeitslosigkeit. Dabei sind wir nahe eines 50-Jahres-Tiefs. All das wird Biden angelastet. Also da gibt es so eine gewisse kognitive Dissonanz und die lässt sich wahrscheinlich daraus erklären, dass die neuen Jobs vor allem für Migranten entstehen, dass also Migranten diese Jobs bekommen, nicht Native Americans einerseits, und dass auf der anderen Seite vor allem Teilzeitjobs entstehen. Also jemand den zweiten, dritten oder vierten Job machen muss, statt eben eine gut bezahlte Vollzeitstelle zu haben. Und deswegen fühlt sich das für die Amerikaner viel schlechter an, als die offiziellen Zahlen hier suggerieren, die natürlich von der Biden-Administration vielleicht auch in die eine oder andere Richtung ein bisschen geschoben werden. Man will ja ein gutes Bild der Wirtschaft vermitteln. Seht ihr, die Zahlen sind doch toll, Arbeitsmarktdaten sind doch gut, so viele neue Stellen, die geschaffen werden, aber die Realität sieht wahrscheinlich anders aus und das checken die Leute, das spüren die Leute, auch wenn die natürlich hier falsch liegen mit mancher Einschätzung, die hier genannt wird. Jetzt ist die Frage, was machen die Aktienmärkte daraus? Lance Roberts, mit Sicherheit kein Bär, sagt, also wir haben jetzt 315 Tage ohne eine 2% Korrektur beim S&P 500. Er verweist unter anderem auf den MACD, den Sie hier unten sehen, über der Schrift von Lance Roberts. Da sind wir natürlich schon stark überkauft. Wir sehen auch, dass die Bewegungen immer kleiner werden. Das ist also praktisch so ein dünnvolumiges, wie soll man sagen, auf der Stelle treten. Ich hatte vorher die Veränderungen gezeigt, bis auf die Inflationsdaten eben letzte Woche. Und ja, wir haben noch ein bisschen Luft, wenn wir uns mal die Wochenchart beim Nasdaq anschauen, da haben wir vielleicht noch bis dieser oberen Trendkanalbegrenzung Luft, würden dann oben im RSI eine negative Divergenz bilden. Ähnliches gilt für den Wochenchart des S&P 500. Mal sehen, ob diese Bewegung dann kommt heute mit Nvidia nochmal nach oben. Gleichzeitig sehen wir Volatilität tot. Das gilt für den VIX, das gilt für den VXN, das ist die Volatilität im Nasdaq. VIX ist ja die Volatilität des S&P 500 und VXTLT, das ist die Volatilität des Anleihenmarktes, wenn man so will, also des TLT-ETFs, das langlaufende US-Staatsanleihen abbildet. Vorhin haben wir aber gesehen, die Rohstoffe beginnen ja deutlich zu steigen. Normal müsste das die Anleihenmärkte auch interessieren, zumal eben Jamie Dimon gesagt hat, ja, also es ist die wohl komplizierteste geopolitische Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Sehen wir das
naja, trotz dieses Konflikts zwischen dem Westen und Russland in Sachen Ukraine, der ja immer entzündeter zu werden scheint, dann Nahostkonflikt und so weiter, sehen wir, dass der VIX immer weiter fällt, dass also alle Angstbarometer weiter nach unten gehen. Und China ist auch ein Thema. Taiwan natürlich immer so im Hinterkopf, aber vor allem die Wirtschaft Chinas ist ein Thema. Man hat da ein Dilemma mit der Wirtschaft. Einerseits steigt die Industrieproduktion wieder deutlicher, aber der Konsum bleibt schwach und das bedeutet, dass die Chinesen faktisch weiter Überkapazitäten produzieren, die sie ins Ausland exportieren müssen. Jetzt kommen die Amerikaner und wohl auch die EU und sagen, naja, aber hier eure Elektroautos, die behaltet ihr schön für euch oder wir erheben eben Zölle. Also man kann möglicherweise diese Überkapazitäten nicht exportieren und gleichzeitig sehen wir, dass die Population Decline, also der Rückgang der Bevölkerung, nirgendwo so extrem ausgeprägt ist wie in China, bedeutet, die werden immer weniger. Trotzdem haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit von über 20% auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass China ein Riesenproblem hat und wahrscheinlich früher oder später aggressiver werden wird, auch wenn eben schrumpfende Gesellschaften normalerweise weniger aggressiv sind, aber wer Angst hat abzusteigen und den Chinesen geht langsam die Muffe, der könnte auf den Gedanken kommen, vielleicht doch mal eben nach Taiwan einzumarschieren. Das mache ich schon, den Habeck-Fehler, gell? Thailand, na, Taiwan ist das Geld, das wo da vor der Küste von China ist, nicht wahr? Also das dürfte ein wahrscheinliches Szenario sein. Das ist der Stachel im Fleisch der chinesischen kommunistischen Partei. Solange Taiwan nicht im Reich ist sozusagen, ist die chinesische kommunistische Revolution nicht vollendet. Das ist mentalitätsmäßig im Westen nicht so richtig verstanden, teilweise möglicherweise. Und nicht verstanden fühlt sich auch Mr. Sunak, der britische Premier, der jetzt Neuwahlen ausgerufen hat für Juli. Ein überraschender Schritt, aber man hat innenpolitische Probleme. Da gibt es einen Gesundheitsskandal. Wir sehen, dass die Konservativen, also die Partei von Sunak, wirklich im Sinkflug ist. Labour würde derzeit diese Wahlen deutlich gewinnen und dazu heute noch dann stark hohe Inflationsdaten, deutlich über der Erwartung. Eigentlich wollte Sunak im Juni die Steuern senken. Das wird er jetzt nicht können, deswegen hat er dann gesagt, gut, gab auch wohl die Gefahr eines Misstrauensantrags, deswegen hat er gesagt, gut, dann machen wir Neuwahlen. Also wir sehen in UK zumindest ist die Inflation wieder auf dem Weg nach oben. Und hierzulande sehen wir das auch ein Stück weit, zumindest in Deutschland. Hier sehen wir, dass die Löhne sehr deutlich gestiegen sind, 6,2% im ersten Quartal, Tendenz weiter nach oben gehend im zweiten Quartal, wie die Bundesbank heute festgestellt hat. Lagarde aber sagt, ja, die Senkung der Zinsen steht an, Juni werden wir die Zinsen senken, weil die Inflation ist ja unter Kontrolle. Da bin ich mal gespannt, Madame Lalalagarde, die ist wahrscheinlich alles wieder nur transitory, wie Lagarde, wie auch Fed-Chef Powell gesagt haben. Das ist gleichzeitig meine erste Empfehlung. Was die Dame genau sagt und warum sie glaubt, dass die EZB jetzt die Zinsen senken könnte, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und interessant auch, wie Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Gewinne durch Non-Gap-Maßnahmen steigern. Also faktisch werden die Gewinne nach oben gejazzt. Das sieht optisch gut aus und verdeckt und kaschiert, dass das eigentliche Geschäftsmodell gar nicht so super toll funktioniert, wie es die Zahlen zeigen. Hochinteressant. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, nochmal eine Vorschau auf die Zahlen von Nvidia um 22.20 Uhr, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Die Erwartungen müssen um mindestens 15% übertroffen werden. Na, da wage ich mal zu bezweifeln, dass es nur 15% sein dürfen. Das muss schon deutlich mehr sein. However, hier ist das, was erwartet wird. Also diese drei Empfehlungen und die zwingende Empfehlung 22.20 Uhr reinschauen. Wir bilden auch um 20 Uhr das FED-Protokoll ab. Also reinschauen bei Finanzmarktwelt. Ich sage jetzt Servus, ciao.